Kapitel 6, der vierbeinige Freund. Und damit zurück zur 7. Folge, 6. Kapitel von Shadowside. Ich bin Jagger, wir spielen das jetzt. Und wenn du weitere Folgen oder andere coole Spiele nicht verpassen möchtest, dann abonnieren nicht vergessen. Wobei das auch andere nicht coole Spiele sein können. Wie man bei meinen aktuellen Videos sieht. Aber man weiß es manchmal vorher nicht. Okay, unsere Aufgabe ist, hier lang zu gehen. Dort vorne ist schon wieder Polizei. Und unsere Aufgabe ist ursprünglich, erst den Freund zu finden, der uns heilt, sozusagen, der uns die Stimme aus dem Kopf vertreibt. Und dann uns erst zu stellen. Also eigentlich wollen wir jetzt noch nicht zur Polizei. Ist da der Polizist links daneben? Ja, aber. Ah ja, die haben also nur gewartet, bis ich in der Nähe bin, um das Event zu starten. Ich gehe mal hier lang. Wo wohnt denn mein Freund? Hm? Kann es sein, dass ich... Naja, nicht, dass ich irgendwelche Events jetzt mit Absicht kaputt mache, weil ich hier lang gehe. Na gut, ich gehe jetzt trotzdem erstmal. Am Straßenrand. So, davon ist das Blaulicht zu sehen. Ist nicht mehr jetzt wieder, alles klar. Ja, ein bisschen weiträumig hier. Ich weiß nicht, wo ich, ob ich hier noch richtig bin. Ich werde mich gleich vor irgendwas Krassem erschrecken wahrscheinlich. Der vierbeinige Freund ist dann ein Wolf, der mich fressen will gleich. Was? Niemand außer Teufel spielen hier? Also okay, falsch. Alles klar, das war der Rand der Welt. Dann nicht. Dann kommt ja auch kein Wolf, der mich fressen will. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Geht's hier lang? Oder hätte ich einfach nur in ein Haus reingehen müssen, weil da mein Freund ist? Nein, ich glaube nicht. Oha. Wer bist du? Was bin ich denn hier? Wir sind überall... Was? Gib es zu? Du bist ein Mörder. Du bist ein Mörder, du bist ein Mörder, du bist ein Mörder, du bist ein Mörder, du bist ein Mörder. Ja, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Ja. Also ich... Ты меня вообще слушаешь? Эй! Ты решил меня игнорировать? Was? Also er hat schon mal einen Hundekörper befallen und fragt halt, ob ich überhaupt noch zuhöre. Weißt du, wer mich die ganze Zeit als Mörder hier beschimpft? Wahrscheinlich ist da was dran, rein storytechnisch. Er hat es verdient, dass ich zwischendurch mal nicht zuhöre. Da ist was. Regain control of the body. Okay. Was? Стой! Ты слышишь это? Eine Katze. Слышу что? Смотри, это же кот. Давай возьмем с собой. Зачем он нам нужен? Идем дальше. Da oben. Hey, хочешь, чтобы он замерз? Бери его, или будем стоять здесь очень долго. Take a cat. Ich hab ja eigentlich schon eine Katze, was? Hallo. Ach nee, ich hab doch keine echte Katze. Reicht das schon von der Entfernung her? Genommen. Ach süß. Oh nein. Мне казалось, ты ненавидишь все в этом мире. Да, так и есть. Но котиков я обожаю. Ну как их можно ненавидеть? Er liebt Katzen. So, um was? Ich habe Find a Place for Sleeping. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel etwas Böses mit dieser Katze anfängt und ich möchte mich jetzt schon mal davon distanzieren. Ich renne jetzt hier weg. Sehr gut. Ach, da. Da, natürlich renne ich da lang. Einmal frei. Ach, du Schreck. Labyrinthartig. Da leuchtet was. Nein. Reflexion. Immer weiter. Rechts lang halten. Laufen wir uns wahrscheinlich auch nicht.
Was? Kaputt. Sieht alles immer noch sehr nach der Fabrik-Sache aus, an der ich quasi am Anfang war. Wie soll ich die Katze nennen? Никак. Никак? Ты зануда. Окей, тогда я придумаю... Может, Пушок? Или Блохастик? Или какой-нибудь... Может, ну... Давай ты просто заткнешься, и мы пойдем молча. Хм, грубовато. Lasst euch. Ging immer so Feuerholzstapel rum. Fand ich so ein bisschen merkwürdig. Kann ich hier nicht pennen? Nee. Da geht's ja überall lang. Oh mein Gott. Ja, also hier hat er gesagt, kann er abwarten, bis der Sturm vorbei ist. Muss ich jetzt noch was drücken? Find Firewood and build a fire. Ich finde jetzt Feuerholz und mache ein. Ja, ist ja gut, ich hole jetzt nur Feuerholz. Habe ich ja schon gesehen. Wie viel brauchen wir denn? Die Tab-Taste, wie vorhin beim Floß, geht die jetzt nicht. Feuerholz 1. Reicht das? Oder soll ich das andere noch holen? Das waren die einzigen beiden, die zumindest auf dem normalen Weg waren. Ich finde doch nie wieder zurück. Cool. Der vierbeinige Freund übrigens ist dann wohl diese Katze. Das ist halt total albern. Ich bin von hier gekommen, laufe jetzt den ganzen Weg zurück. Weil ich erst dort entschieden habe, dass ich ein Feuer machen will oder was. Ich weiß nicht, was ich gerade davon halten soll. War hier noch was zum Feuer machen? Nein. Soll ich den ganzen Weg? Ich meine, ich habe hier die Katze bekommen und dann begann hier die Reise mit der Katze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier zurück soll. Ne. Ja, also. Ich sag nochmal, ne? Ist nichts weiter gefunden. Klingt's ja schon nach Feuer. Hier ist nichts und hier ging es ja gleich nicht weiter. Nein. Kein Grund, in den Wald zu laufen, in den Wald zu gehen. Also gehe ich doch wieder zurück zur Hauptstraße oder was? Hier bin ich ursprünglich gekommen und bin dann auf dieses Häuschen zugelaufen. Die Katze zum Unterschlupf gebracht und habe jetzt die Aufgabe bekommen, Feuerholz zu suchen. Prima. Habe zwei Stapel gefunden und laufe seitdem durch die Gegend. Was? Hier war was, was ich jetzt weggenommen habe. Ich habe es nicht mehr im Blick. Achso, tatsächlich, hier an der Stelle war ich auch noch nicht. Oder? Wir hören übrigens einen Wolf heulen. Das heißt, wir gehen jetzt schnell in unseren Unterschlupf und nächtigen dort erstmal. Katze hat sich bewegt. Kein Problem, kein Problem. Wir machen Feuer. Let's stay here for a while. Wo ist die Katze? Ach da. Hallo, Katze. Wir schlafen. Gute Nacht. Bis später. Vielen Dank.